spreche mal wieder über Haftungsprobleme und Geschäftsführerhaftung. Und ich hatte ja schon in vielen Beiträgen darüber gesprochen, wann und unter welchen Voraussetzungen ein Geschäftsführer haftet. Kurz gesagt, wenn er einen Fehler macht und sich da nicht irgendwie für entschuldigen kann, wenn also ein fettes Ding passiert und das Unternehmen erleidet Schaden. Was passiert aber, wenn zwei Geschäftsführer im Unternehmen sind, zwei oder mehr? Das gibt es ja auch häufiger. Das kennen wir, da gibt es einen technischen Geschäftsführer, der kümmert sich nur um die Technik und der kaufmännische Geschäftsführer kümmert sich um die Zahlen. Und was passiert, wenn die Zahlen nicht richtig sind? Dann haftet natürlich der kaufmännische Geschäftsführer, aber auch der technische Geschäftsführer. Und diese Haftung kann man eingrenzen. Es ist sehr schwierig und nur unter ganz bestimmten Bereichen, indem man nämlich die Geschäftsbereiche aufteilt. Indem man ganz klar eine Aufgabenabgrenzung macht und sagt, der Geschäftsführer Technik macht nur Technik, einfach gesagt, und der Geschäftsführer Kaufmann macht nur Finanzen. Braucht eine deutliche Abgrenzung, die muss auch schriftlich erfolgen und natürlich müssen sich die Geschäftsführer untereinander absprechen und auch der kaufmännische Geschäftsführer kann nicht sagen, bleib mir weg mit deinen Zahlen, ich habe keine Ahnung davon, sondern er muss sich auch darum kümmern. Also das Ganze ist relativ kompliziert, das heißt, im Grunde, wenn was passiert, haften beide Geschäftsführer, es sei denn, sie grenzen das komplett voneinander ab. Und wie das geht, da braucht man ein bisschen eine Handreichung dafür, da muss man sich beraten lassen. Wenn es da Interesse gibt, gerne Kontakt aufnehmen und wenn euch der Beitrag gefallen hat, gerne auch abonnieren. Und auch bei sonstigen Fragen bin ich gern für euch da.